viermal vor ausverkauftem Haus spielt die Kehrenbacher Theatergruppe ihr Stück unter Bademänteln, eine Posse in Plüschpantoffeln im Dorfgemeinschaftshaus. Ein turbulentes Stück haben sich die Kehrenbacher Laienschauspieler diesmal ausgesucht. Eigentlich will sich der prollige Bruno im Kurhotel zum Rosa Rüssel nur brav erholen. Aber als seine misstrauische Ehefrau ihm nachspioniert, ist es Essig mit der Entspannung. Im Hotelfoyer dreht sich das Liebeskarussell und Hotelchef Engelbert ist bald einem Nervenzusammenbruch nahe. Was hat er sich da nur für absurde Gäste in sein ehrenwertes Haus geholt? Eine Gräfin, die sich dubeln lässt, zwei Italiener von der Mafia, eine männermordende Trinkerin und ein komplett zerstrittenes Ehepaar. Dann wird auch noch ein wertvolles Collier gestohlen. Wird Kommissar Brutalski den mysteriösen Hoteldieb entlarven können oder versinkt das Kurhotel endgültig im Chaos?